Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken Resident Evil, das ist ein Let's Play, aber nicht nur ein Let's Play, sondern auch eine Hilfestellung. Also das, was wir jetzt hier gerade machen werden, dieses Projekt, das ist für drei Zielgruppen in meinen Augen interessant. Also erstens, wenn du genauso alt ungefähr bist wie ich und du hast Bock, wieder so alte Erinnerungen aufleben zu lassen, zu gucken, wie war das damals, das so mit neuen Augen zu sehen. Dann zweitens, wenn du zu der jungen Generation gehörst und du hast das Spiel einfach verpasst und du möchtest die Geschichte genießen, du möchtest wirklich mit eigenen Augen sehen, wie war das damals, ja, weil du Resident Evil Fan bist und du kennst die neuen Teile. Und drittens, wenn du Resident Evil nicht kennst, das dir gekauft hast und sagst, ey, das ist zu schwer, ich kapiere da gar nichts, ich verliere da ständig, ich kann nicht ausweichen, ich kann mich nicht bewegen, ich verstehe gar nichts. Ja, ich werde nämlich sehr viele Tipps hier auch geben. Also das heißt, wir werden nicht nur die Story genießen, sondern du wirst auch sehr, sehr viele Tipps hier von einem Veteranen bekommen. Okay, also fangen wir an. Wir spielen erstmal auf normal durch. Genießen die Story, wie gesagt, ich zeig dir mal alle Tricks und ich werde auf diesem Kanal 100% machen, alle Trophäen, werde auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also genießen wir erstmal die Story. A midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion Incident. Also die Geschichte ist vor Resident Evil 1. Das ist die Vorgeschichte. 1998. Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. I wonder how those RNG people would react to this. Der Typ erinnert mich an Final Fantasy. Wie so ein Final Fantasy Charakter. Mit seinem Nachthemd. Ja, das war auch das erste Resident Evil mit solchen komischen Monstern. Und allgemein gibt es hier sehr viele Insekten. Also nicht nur Zombies. Wer ist dieser Typ? It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. Wie immer stürzt ein Helikopter ab. Das ist halt typisch Resident Evil. Markenzeichen. Ich glaube, dass in jedem Teil ein Helikopter abstürzt. Bin mir nicht ganz sicher. Also das ist jetzt 2 Stunden nach dem Zugunglück. Captain, look. MP, das ist die Polizei. Also in Amerika ist das so Militärpolizei. Captain. What happened? Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers.
They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Mhm. Also sie denken halt, dass der Billy Cohn sie ermordet hat. Also diese Militärpolizei. So schlussfolgern sie das Ganze. Sie können ja nicht erahnen, dass es Zombies gibt. Ja, und jetzt beginnt der ganze Spaß. Ja, sehr atmosphärisch alles so gemacht, oldschool. Siehst lange Zeit, also ich kann hier nicht einfach umschalten. Es gibt kein Zurück. Also schön, um ein bisschen so Stimmung aufzubauen. Okay, so, wir laufen jetzt erstmal vor. In den vorderen Teil des Zuges. Ja, typisch wie beim Einser. This is Officer Chambers from Star's Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced. Sie kann sich das halt nicht erklären. Sie kennt ja keine Zombies. Ja, wie ich schon sagte, wie beim Einser sind hier Ladezeiten zwischen den Räumen. Ich lasse die anderen mal liegen erst einmal. Ja, das ist typisch so atmosphärisch. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich persönlich finde es richtig geil. Ich denke mal, wenn jüngere Spieler das Ganze spielen, ist es eher ungewohnt für sie, weil sie gewohnt sind, dass es halt alles schnell geht. So, hier gibt es so zwei Räume. Dann nehmen wir erstmal die Muni mit. Und ich werde die Dateien nicht alle vorlesen, sondern ich werde dir einfach sagen, was hier drin steht, weil das ist einfach zeitsparender. Also im Endeffekt, dieser Typ, der da jetzt gerade gelegen ist, der war auf dem Weg zum Labor und er war ein Kontrolleur. Ne? Also der musste halt da so ein bisschen kontrollieren, was Sache ist. Also was ist da alles gut im Labor? Und vielleicht war das ja auch einer der Gründe, warum er gestorben ist. Hier dasselbe, also das sind genau dieselbe Thematik, war auf dem Weg zum Labor, um zu gucken, ob alles passt. So, wir nehmen hier einfach bloß die Sachen mit, speichern erstmal nicht. Du kannst natürlich speichern, je nachdem wie sicher du dich fühlst im Spiel. Also ich speichere erst einmal nicht. So, dann gehen wir weiter, hier durch. Wie gesagt, das wird hier nicht einfach nur ein Let's Play sein, sondern ich möchte dir auch helfen. Also, dass du das auch ordentlich durchspielen kannst. Ja, der hat hier einen Schlüssel. Und da ist er. Jetzt sind wir tot und dann ist Game Over. Billy Cohn. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Ein paar Hunde. Edward. Ah, nee. Edward, genau. What happened? It's worse than we can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters.
Krass, dass der gleich gestorben ist. Jetzt kommen die Hunde. So ein krasses Vieh. Am Anfang im Intro habe ich mir gedacht, Alter, voll der krasse Typ. Und dann stirbt er so schnell. So, am besten hier einfach zurücklaufen. Dann drücken. Und wenn sie anzielt... So, jetzt kann man schießen. Also sie dreht sich automatisch. Und einfach schön hier aus der Entfernung. Und immer hinhören. So, jetzt die Musik aus dann. Ja. Dann sind sie tot. Und nicht vergessen, er hält hier ein bisschen was fest. Was ist es? Das ist die Muni. So, das nehmen wir. Und dann geht's wieder zurück. Zum anderen Ende. Klick. Gleich werde ich dir noch ein paar Sachen verraten. Also hier würde ich versuchen, einfach durchzukommen. Wenn er dich packt, okay, egal. Ich werde dir gleich erzählen, warum. Aber ich will noch nicht spoilern. Ich will erstmal, dass du die Geschichte siehst und dann erzähle ich dir, warum. Wie gesagt, ich werde dir hier viele, viele Insider-Tricks erzählen. Ich war nämlich sehr, sehr gut in dem Spiel. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond! Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ja, also hier wird nochmal Angst gemacht. Billy Cohen hat angeblich 23 Menschen getötet. Und der wurde ja auch verurteilt. Ich würde hier einfach weiterlaufen. Ich werde gleich alles verraten. Also warum? Ich würde hier meine Munition nicht verschwinden. Ja, anscheinend ist ein krasser Killer. Der Billy Cohen. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Mhm. Okay, bald, jetzt kommen gleich richtig krasse Tipps. Also hier erst einmal, ich finde, der schaut aus wie Steve Fox, der Steve Fox von Tekken. So, hier ist auch noch ein Dokument, Hinweis der Vorgesetzten. Automatischen Türen, genau, also hier ist einfach so eine, ja, Datei, wie man Türen öffnet und so weiter und so fort. Also einfach Hinweis auf Rätsel, nichts Besonderes. Wie gesagt, ich werde dir alles hier zeigen, ich werde einfach die Sachen nicht vorlesen, weil, ja, das kostet alles Zeit. So, hier kommt jetzt ein krasser Tipp. Erster Tipp. Excuse me, sir. Sir. Klick. Das war damals sehr untypisch, solche komischen Viecher zu sehen bei Resident Evil. Sehr untypisch. So, hier mein Tipp, einfach abbauen, fertig. Dann, weil sonst verschwendest du zu viel Munition. Leg. Jetzt kommt die beste Stelle. Zack!
Genau. Da muss man auch springen, ja. Matrix, zack. Ja. Also hier ist das scheißegal, ob du ihn jetzt erschießt oder rausgehst, ist immer dieselbe Sequenz. Are you okay? Das fand ich damals voll komisch. Das hat überhaupt nicht in mein Resident Evil Bild gepasst, muss ich sagen. Also damals hat mir das Spiel nicht so gut gefallen. Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Also der ist jetzt. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Yep. Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. Jetzt gebe ich dir noch ein paar krasse Tipps. Give me a call, all right? Okay, so jetzt können wir die beiden zusammen steuern. Also die kooperieren jetzt, das ist einfach das Spielhandbuch, also hier wird erklärt, wie du sie steuerst. So, und jetzt würde ich hier ein paar Sachen machen, also ich gebe dir mal ein paar Tipps. Und zwar das erste, was ich machen würde, ich würde die Objekte austauschen. Ja, du kannst hier auf L1, ja, kannst du dann Objekte, also oder auf Dreieck besser gesagt, kannst du die Charaktere tauschen. Und jetzt würde ich ihm die ganze Munition geben. Komplett alles. Essen braucht man nicht. Messer braucht man auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt würde ich ihn stehen lassen. Also das ist auf Touchpad. Und hier einfach hochgehen. Also mit Rebecca. Ganz wichtig, geh mit Rebecca. Ich werde dir gleich alles erklären. Ich wollte ja am Anfang nichts spoilern. Jetzt werde ich dir alles erzählen. Also ganz einfach, warum wir die ganzen Zombies da stehen gelassen haben. Weil seine Pistole einfach viel mehr Schaden macht. Also er macht viel mehr Schaden mit seiner Pistole. Das heißt, hätten wir sie mit ihr erschossen, dann hätten wir mehr Munition verbraucht. Und bei diesem Spiel ist es so, wenn du halt schlecht spielst, wirst du fast keine Heilung haben, du wirst fast keine Munition haben, du wirst es als sehr schwer sehen, das Spiel. Wenn du ein paar Tricks kennst, wirst du das Spiel als sehr leicht ansehen. Und man kann es ja auch natürlich auch durchrennen in den meisten Stellen. Ohne Gegner zu töten. Klick. So, jetzt sind wir hier gefangen. Wir können... wir können hier leider nicht raus. Weil die Tür versperrt ist und da braucht man einen Gegenstand. Aber jetzt erstmal hier den Schlüssel nehmen. Und den Schlüssel können wir mit diesem Dienstaufzug zu Billy schicken, damit er dann weiterkommt. Vielleicht kennst du solche Aufzüge vom Essen. Also in der Küche gibt es manchmal solche Aufzüge. Oder zum Beispiel in manchen Geschäften. Also ich kenne bei uns zum Beispiel ein Geschäft, da kann man, sagen wir mal, wenn man im 5. Stock Klamotten kauft, dann bringen sie das nach unten zum Beispiel mit dem Aufzug. So, das schicken wir jetzt. Jetzt auf Dreieck einfach drücken, dann wechseln wir den Charakter. Und jetzt können wir den Gegenstand abholen. Einfach hier runtergehen. Und ich zeige dir dann jetzt noch einen richtig krassen Trick für den Bossfight. Es wird hier auch einen Boss geben. Der ist einfach nur OP. Okay, so dann hier. Hier ist der Dienstaufzug. Das ist auch hier, glaube ich, eine Küche oder was auch immer das ist. Ja, das ist eine Küche eigentlich. So, jetzt können wir den Schlüssel nehmen. Zack. Und jetzt können wir ihn benutzen. Ja, hier ist bis jetzt noch nichts zu machen. Einfach hier wieder rausgehen und nach vorne gehen. Zack. Wir müssen jetzt ganz nach vorne zu den Hunden, wo die Hunde rausgesprungen sind. Nachladen kannst du übrigens, indem du R1 hältst und Kreis drückst. Zack, einfach so oder aus dem Menü. Wenn du ins Menü gehst, kannst du auch hier nachladen, indem du kombinieren drückst. Ist auch manchmal sehr nützlich.
Ja, wenn du die mal hörst, kannst du eigentlich schießen. Weil der hat Auto-Aim. Also das heißt, wenn du auf Zielen drückst, dann visiert er sie automatisch an. So, gleich mal nachladen. Okay, sie sind tot. Du erkennst immer an dem Blut, erkennst immer, dass sie tot sind, dass sie nicht mehr aufstehen. Okay, so, jetzt müssen wir vor. Und beim Boss ist halt echt krass, da gibt es so einen kleinen Trick, den kann man mit dem Messer töten. Und wenn du das halt nicht weißt, dann verbrauchst du halt ultra viel Munition, nimmst Schaden und denkst dir, das ist... Oh, okay, jetzt habe ich es geschafft. Aber dass es voll schwer ist. Wie gesagt, wenn du ein paar Sachen weißt, dann ist das Spiel echt easy. Und deswegen mache ich auch dieses Let's Play. Wie gesagt, das ist nicht nur Let's Play, um die Geschichte zu genießen, sondern auch, um alle Informationen mit dir zu teilen, die ich persönlich kenne. Und ich bin wirklich gut in diesem Spiel. Also wir werden hier alle Trophäen noch machen. Wenn du Bock hast, kannst du mitmachen. Aber in diesem Let's Play werden wir erstmal überhaupt mal durchzocken. Ja, wir werden natürlich ein paar Trophäen bekommen, aber erstmal durchzocken, wirst dann auch verstehen, warum. So, dann hier einfach zu dieser Tür. Klick, jetzt kann man den Schlüssel benutzen. Und immer wenn er benutzt ist, schmeißt er ihn auch weg, wenn alle Türen damit geöffnet wurden. Ist ein bisschen unlogisch, ja, weil er weiß ja gar nicht, ob es noch vielleicht weitere Türen gibt, aber ja, so ist es hier halt. So, hier zweiter Tipp, ganz wichtig. Nimm alle Sachen auf, alle, und schmeiß sie wieder auf den Boden hin, wenn du sie nicht mehr brauchst. Du wirst dann gleich verstehen, warum. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber du wirst gleich kapieren, warum das so ist. Also ich persönlich, ich schmeiß jetzt die ganze Heilung raus. Einfach auf Ablegen. Es gibt in diesem Teil übrigens keine Kisten, was komisch ist. Also halt untypisch für Resident Evil. Hier einfach den Knopf drücken. Klick. Jetzt kommt hier eine Leiter runter. Und dann haben wir auch noch hier eine kleine Map. Die Map ist richtig schön. Du siehst auf der Map auch die Objekte. Du siehst da diese blinkenden grünen Punkte. Das ist ja gut, wenn du sie mal brauchst, dann weißt du, wo sie genau liegen. Und kannst dich natürlich auch hier ordentlich orientieren. Okay, dann geht's hier hoch. Hier ist eine kleine Bar. Und da hören wir schon was Komisches. Okay. Dann hier einfach durchqueren. Ich finde die Grafik übrigens so geil. Obwohl das Spiel schon so alt ist. Das ist einfach nur Hammer, das Game. Hier ist ein Eispickel, den würde ich noch nicht nehmen. Den braucht man für die Rebecca. Also, dass die Rebecca da aus der Tür rauskommt. Ihre Tür ist ja versperrt. So, hier dasselbe Prinzip. Wir haben hier eine Flinte. Diese nehme ich jetzt. Dann schmeiße ich sie wieder raus. Eigentlich brauchst du sie nicht unbedingt nehmen, aber es gibt auch einen Erfolg für alle Waffen. Also einfach wieder rausschmeißen. Ich werde nicht spoilern, du wirst schon sehen, warum. Also warum das so ist. So, dann nehme ich auch die ganzen Objekte hier. Zack. Hier im Schrank ist nichts. Einfach wieder raus. Wie gesagt, wir brauchen einfach nur den Eispickel hier. Und ich würde auch die Schrotflinte nicht benutzen, weil sie schwach ist. Es wird später eine bessere geben. Das heißt, wenn wir mit ihr die Munition rausschießen, dann, ja, ist es verschwendet. So, genau, jetzt erstmal rauslegen, weil du hast natürlich hier sehr wenig Platz. Das ist typisch Resident Evil. Ich nehme jetzt mal die Heilung mal weg, ablegen. Und dann nehmen wir den Eispickel. Und jetzt kommt ein richtig krasser Trick, der dir wirklich sehr viel Energie und sehr viel Munition spart. Jetzt nimmst du einfach das Messer. Okay. So, und dann gehen wir hier raus. Ja. Jetzt kommt was auf uns zu. Ja, das ist ein Riesenkrebs.
Hat mir damals richtig viel Angst gemacht. Einfach vorgehen nach unten und mit dem Messer einfach stechen. Und mehr musst du nicht machen. Also ich halte einfach X gedrückt. Er sticht selber und er kann nichts mehr machen, der ist getrappt. Er kann nichts machen. Und das ist ein richtig krasser Trick, weil er spart dir sau viel Munition, sau viel Leben. Also das ist wirklich ein krasser Trick. Wie gesagt, ich halte nach unten mit dem Stick und halte einfach X gedrückt. Okay, jetzt hat er mich komischerweise getroffen. Das ist komisch. Normalerweise muss das gehen. Also ich habe vor kurzem gespielt, da ging es easy. Okay, das ist natürlich scheiße. Aber dann nehmen wir einfach unsere Pistole. Kein Problem. Also normalerweise muss das gehen. Okay, wir haben ihn getötet. Gott sei Dank. Also wir haben ihn schon sehr viel Damage gemacht. Wie gesagt, wenn du das mit dem Messer nicht kennst, du wirst wirklich hier einiges an Schaden nehmen. Ich glaube, dass ich nicht ganz nach vorne gegangen bin. Also du musst richtig schön nach vorne gehen zu ihm, Messer nehmen und zustechen. Und da kannst du einfach halten. So, wir haben hier noch einen Gegenstand, den wir mitnehmen müssen. Das Messer würde ich jetzt ablegen, das brauche ich nicht mehr. Und dann nehmen wir das hier noch. Ah, falscher Knopf. Ja, wenn du dich ordentlich hinstellst, das ist Klappenöffner, zack. Wenn du dich ordentlich hinstellst, kann er gar nichts machen. Und der kommt da gar nicht mehr raus aus dem Eck. Wichtig ist wirklich, dass du schön nach vorne gehst. Ich glaube, ich bin nicht ganz nach vorne gegangen. Und wie gesagt, du musst nicht X drücken, sondern du musst einfach, kannst X halten. So, dann gehen wir hier wieder raus. Und jetzt gehen wir wieder zu dem Aufzug, zu dem Dienstaufzug und ja, schicken den Eispicker mal zu Rebecca, damit sie rauskommt. Zack. Ja, wie gesagt, Resident Evil ist halt so ein Spiel, bei dem wirklich, sagen wir mal, Wissen extrem viel ausmacht. Wenn du nicht checkst, wie was geht, dann wirst du denken, dass es ultra schwer ist. Wenn du alles weißt, dann denkst du dir, das ist ja voll das easy Game. Und dann kannst du auch auf hart richtig durchzocken unter, was weiß ich, 2 Stunden. Ja. Es gibt Speedruns von 1,20, glaube ich, ist Weltrekord. Also man kann, das Spiel ist wirklich interessant. Also ich finde es echt Hammer. Und für mich ist Resident Evil, sagen wir mal, in erster Linie geile Geschichte, Genuss von Grafik, weil das ist für mich so Kunst, ja, diese ganzen Hintergrund Animationen und so weiter. Ich liebe sowas. Und auf der anderen Seite ist dieses Spiel für mich auch wie Sport, ja, weil du kannst verschiedene Runs machen, du kannst Speedruns dann machen, du kannst, was weiß ich, auf hart durchspielen, ohne Damage zu nehmen, ohne Heilung, ohne Speichern und so weiter. Also das ist so ein bisschen so Challenge, ja. So, den Pickel legen wir hier rein, den Eispickel, und drücken den Knopf, ganz wichtig, dass er hochfährt, und dann drückst du einfach wieder Dreieck, aber ich mache jetzt erstmal noch die Luke hier auf, also hier einfach die Luke aufmachen, ja, hier ist so eine komische Luke halt, und den können wir, die können wir hier aufmachen, mit dem Öffner, zack, so. Jetzt gehen wir zu Rebecca. Jetzt können wir das Teil nehmen. Klick. Nice. Dann Heilung nicht vergessen. Nehmen wir mit, kann nicht schaden. Wir wurden ja auch mit dir verletzt. So, und dann ganz wichtig, immer ins Menü gehen und verwenden. Das ist hier ganz oldschool. Du kannst nicht einfach auf die Tür drücken und dann verwendet er selber, sondern du musst schon, ja, also übers Menü das Ganze machen. Das war schon immer so bei den alten Resident Evil Teilen. So, dann kommen wir hier raus. Den brauchst du nicht töten. Einfach runter. Zu Billy. So, dann hier hin. Und jetzt kannst du umschalten, Charakter umschalten. Jetzt drücken, Touchpad, dass er sie ruft. Und jetzt können wir runtergehen. So. Ich glaube, das ist der Wartungsraum jetzt, in dem wir jetzt gehen. So, und hier ganz wichtig. Gleich losballern, weil hier sind Hunde. So, ich war ein bisschen schlecht. Okay, wir haben es, glaube ich. Ja, wir haben es. So, dann gibt es hier unten einen Ring.
Einfach auf Verwenden drücken, dann kombinieren und hier in diesen Koffer rein. Da sind zwei Öffnungen im Koffer. Und ja, einfach reinstecken. So, dann nehmen wir natürlich die Sachen mit. Die Muni nehme ich mal mit ihm mit. Ah, ich kann eigentlich mit ihm alles mitnehmen, weil ich werde jetzt gleich sowieso die Gegenstände tauschen. So, dann tauschen wir mal. Austauschen. So, das wird ein bisschen knapp. Ah, ich würde sagen, wir legen das einfach ab. Wir legen das ab. Die Muni nehmen wir mit. Damit er mehr Platz hat, weil wir brauchen ihn jetzt gleich. Den Billy. So, dann Kanister mitnehmen. Aus dem Kanister, falscher Knopf. Aus dem Kanister kannst du dir Molotov-Cocktails bauen. Die sind ziemlich gut. Hier auch kleiner Profi-Tipp. Molotov-Cocktails am besten mit der Rebecca schmeißen, weil Billy sich irgendwie komisch anstellt. Also die beiden haben Stärken und Schwächen. Ja, also er ist zum Beispiel stärker mit dem Messer, mit seiner Waffe ist stärker. Und sie wirft halt zum Beispiel Molotov-Cocktails besser. Okay, dann einfach Dreieck drücken. Besser gesagt, erstmal Touchpad, damit sie stehen bleibt. Du gehst dahin mit Billy, sie drückt den Schalter und dann kann er diesen Greifhaken da einsammeln. Ich weiß nicht, wie der genau heißt, guck mal gleich. So, dann wechseln auf Dreieck. Ja, irgendwie ist das nicht gegangen, so nochmal. Klick. Das ist halt so zeitbasierend. Also Dreieck. Und dann nehmen. So, wie heißt der? Greifhaken heißt er. Einfach nehmen. Dann kommt so eine kleine Einleitung hier, so eine Betriebsanleitung. Da ist sogar ein Tipp, wohin du gehen musst. Ja. So, dann nehmen wir sie mal mit. Und dann verwenden wir ihn mal. Das Lustige ist, dass sogar drin steht, wo du ihn verwenden sollst. Also das ist typisch Resident Evil. So, dann gehen wir hier raus. Hier durch die Tür. Wie gesagt, du kannst ruhig alles auf dem Boden liegen lassen. Du wirst dann schon sehen, warum. Also ich will das jetzt noch nicht spoilern. Zack, hier kann man sich wirklich stark erschrecken. Also ich habe mich hier am Anfang richtig krass erschrocken. So, ja, das war jetzt ein bisschen unnötig. Okay. Hab mal down hier. Da ist auch schon so eine Flasche. Ich glaube, wir haben keinen Platz. Ah ne, wir haben Platz. So, aber Billy hat Platz. So, Flasche, wie gesagt, aus der können wir Molotov-Cocktails machen. Und ich würde sie jetzt mal heilen, einfach mal, und das Ganze dir zeigen. Also zack, heilen. Dann machen wir auf Austausch, nehmen wir uns die Flasche. Hier ist auch so, dass die Kräuter zum Beispiel, falls du dich auskennst in Resident Evil, die Kräuter kann nur sie mischen. Sie hat hier solche, so ein Miniset. Sie ist ja Ärztin. So, jetzt einfach hier auf Kombinieren und dann hast du Molotov Cocktails. Okay, so. Muni würde ich ihm geben. Erstmal natürlich kombinieren. Also zum Nachladen. Kombinieren, zack. Den Rest gebe ich ihm. Ja, alles. Ja, und dann gehen wir weiter. Okay, let's go. Hier einfach durch. Kann am Anfang ein bisschen kompliziert sein, deswegen mache ich ja dieses Video. Also nicht nur für den Let's Play, sondern auch ein bisschen, um dir zu zeigen, halt, wie du am schnellsten halt vorankommst. Also sonst rennst du die hier hin und her, ja. Okay, so, wir gehen einfach hier durch. Ja, kann uns egal sein, erst einmal. So, und genau hier bei diesem Fenster musst du ihn benutzen. Zack. Ich würde das mit Billy machen. Ich persönlich. Und nicht mit Rebecca. So, dann gehen wir hier einfach weiter. Wie gesagt, er ist halt stärker als sie in manchen Sachen. So, und hier einfach runter. Passagierabteil. Hinten Spalt springend. Hier ist ein kleiner Motherfucker. Den mal schnell killen. Gucken, ob das Blut rauskommt. Außerdem erkennst du es daran, ob er ihn anvisiert. Ja, wenn er ihn anvisiert, dann ist er noch nicht tot. Okay, dann haben wir hier eine kleine Schatulle. So, ein Ring für Rebecca.
die einfach untersuchen und dann aufmachen auf X, zack. Und da ist natürlich so ein Ring. So, und diesen Ring stecken wir wiederum in den Koffer. Dann untersuchen wir den Koffer. Jetzt sind da zwei Ringe drin und jetzt können wir ihn aufmachen. Das sind sozusagen Schlüssel. Zack. Und jetzt haben wir eine Karte, Security Card. So, dann haben wir hier auch noch ein Messer. Das würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, aber ich nehme es jetzt mal mit für den Erfolg, weil ich habe den noch nicht gemacht. Alle Waffen. So, dann legen wir ihn einfach wieder ab. Klick. Laden nach. Zack. Und gehen hier einfach raus. Jetzt gibt es auch eine Sequenz. Es gab nämlich einen Raum, der zu war. Jetzt öffnet er sich, weil diese Eier schlüpfen. Die haben sich hier wahrscheinlich, ja, irgendwie, das ist wahrscheinlich irgend so ein Brutkasten oder irgend sowas. Jetzt ist der Weg frei. Wir können sozusagen eine kleine Abkürzung nehmen. So, hier einfach weiterlaufen. Ah, shit. Hätte man eigentlich doch nehmen können. Die Heilung. Aber ich, also ich persönlich, ich brauche sie nicht. So, jetzt sind wir hier bei Rebecca. Jetzt sie natürlich rufen und dann können wir weiterlaufen. So, da können wir einfach weitergehen. Zack. Muss halt gucken, wie gut du bist. Wenn du nicht so gut bist, dann musst du natürlich alles mitnehmen, was geht. Ich hätte es jetzt auch mitgenommen. Das war jetzt einfach so ein kleiner Zufall. Okay, dann gehen wir hier weiter. Wie gesagt, wir haben jetzt die Karte. Und die verwenden wir einfach hier. So, wieso verwendet er nicht? Manchmal stehst du nicht so gut. So, machen wir mal so. Probieren wir es nochmal. Zack, verwenden. Okay, das ist komisch. Probieren wir es nochmal. So, jetzt. Okay, klick. Und hier kommst du nur weiter, wenn du Rebecca dabei hast. So, die werfen wir jetzt weg, die Karte. Das ist übrigens Wesker. Virus leaked. And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Ja, das war Wesker und Dr. Birkin. Das werde ich schon erzählen, damit du da wirklich auch gleich verstehst, was Sache ist. Und Wesker ist, denke ich mal, schon genug gespoilert worden. Ich denke, jeder kennt Wesker. Wesker ist so der typische Bösewicht im Resident Evil. Und im Einser ist er ja auch ein Verräter. Aber das ist ja die Vorgeschichte. So, hier kann man jetzt den Zug stoppen. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Okay, hier ist eine komplizierte Anleitung, wie man ihn stoppt. In Wirklichkeit ist es ganz easy. So, ich lasse wieder Rebecca zurück, weil einfach Billy viel stärker ist. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. Mhm. Jetzt hat sie schon Gefühle für ihn. Ja, hier ganz wichtig, die Karte mitnehmen. Dann gibt es hier noch zweimal Munition. 15 Schuss und 30 Schuss insgesamt. Und jetzt läuft hier die Zeit. Und ich zeig dir jetzt mal ein paar Sachen. Also besser gesagt, wie du die krassen Rätsel löst. Im Endeffekt musst du da nur rechnen können. Aber das kann dich vielleicht unter Druck setzen, weil die Zeit läuft. Hier einfach durchlaufen. Die brauchst du nicht töten. Das ist nur Munitions- und Zeitverschwendung. So, aufmachen. Und jetzt müssen wir wieder komplett zurück.
zu dem Teil, wo wir den Haken bekommen haben, also diesen Greifhaken. So, ich hau auch einfach durch. Zack, vorbei an ihm. Und wenn du richtig krass bist, kannst du fast allen Zombies ausweichen. Du musst sie nicht mal töten. Ich muss sagen, auf dem Niveau bin ich jetzt nicht. Ich bin schon ziemlich, ziemlich gut, aber ja, so richtiger krasser Speedrunner bin ich jetzt nicht. Deswegen mache ich das so gut ich kann. So, die killen wir jetzt mal. Bisschen zurückgehen. Zack. Du hast genug Zeit, da brauchst keine Angst haben. Also wir schaffen das easy. So, mal nachladen nochmal. Okay, der ist tot. Okay, der war noch nicht tot. Okay, so, das müsste jetzt passen. Ja. Okay, alles klar. Dann gehen wir weiter. Wie gesagt, Zeit hast du genug. Außer du verstehst das Rätsel nicht, dann kommst du wirklich in Panik. Also als ich das damals gespielt habe, da war ich noch, ich weiß nicht, 14 Jahre alt oder ich weiß nicht, wie alt ich war. Da bin ich schon ein bisschen in Panik geraten, weil ich das nicht ganz verstanden habe. Und ich konnte auch mit Druck damals nicht umgehen. Ich würde einfach durchrennen. Du brauchst nicht killen. Der andere müsste eigentlich normalerweise auch aufstehen. Ich weiß nicht, warum er liegen geblieben ist. Da war noch ein Zombie. Okay, so, wir sind fast da. Hier einfach nach hinten raus. Zack. So. Und ich würde die Videos auch schön gehirngerecht für dich machen, damit du das, nach und nach machen kannst. Wir werden erstmal den Zug fertig machen, dann gibt es einen zweiten Teil und so weiter und so fort. So, jetzt gehst du hier hin, drückst einfach drauf und das Rätsel ist im Endeffekt ganz einfach. Ah, genau, wir müssen erstmal die Karte benutzen. Klick. Rätsel ist ganz einfach, du musst auf 67 kommen. Ja. So, wie mache ich das? 10 mal, also du hast 10 Versuche, zum Beispiel wenn ich jetzt drauf drücke, siehst du, zählt es zusammen. Siehst du? Ja. So. Und wie mache ich das? 10 mal 7, ja, sind 70, dann zähle ich einfach 3 weg, das sind 4. Und dann hämmere ich einfach drauf und dann habe ich 67. Das kann unterschiedlich sein. Roger, I'll put the brake on now. Weil sie hat jetzt auch hier eine Zahl und bei ihr ist es jetzt schwieriger, denn bei ihr sieht man die Anzeige nicht. Ja? So, bei ihr genau dasselbe, bloß andersrum, 10 mal 8 ist 80 und dann brauchst du einmal 9, ja, damit du 1 drüber bist und dann drückst du einfach nur noch 8 und dann hast du das. Fertig. Also einfach geht das. Aber wenn man das halt nicht versteht, kommt man in Panik, weil halt du unter Zeitdruck bist. Ja, die wollten ja den Zug zum Entgleisen bringen. Also der Albert Wesker und der Dr. Birkin wollten alles beseitigen, weil das, ja, sie wollen ja ihre Spuren verwischen von der Umbrella Corporation, weil da wird ja ein Virus entwickelt, der ist jetzt ausgebrochen. Und sie wollen natürlich einfach die Spuren verwischen. Ja, jetzt wachen wir hier auf, nach dem Crash. Und Rebecca ist leider tot. Sie ist leider gestorben. Nee, Spaß. Rebecca? Rebecca! Sie hat natürlich überlebt. Are you alright? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. So, das haben wir mal geschafft. Jetzt würde ich den Charakter gleich wechseln, weil hier sind einige Zombies. Einfach kurz abknallen. Oh shit. Okay. So. Das ist halt auch ein Erfolg gewesen. Hände weg, heißt er. Wenn du deinen Partner befreist, dann kriegst du ihn. So, und jetzt kommen wir zu diesem Spoiler, was ich eben gesagt habe. Hier ist übrigens nichts hinten, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Nach dem Zugunglück liegen alle Gegenstände hier auf dem Boden, die du aufgehoben hast.
Ja, ganz wichtig, die du aufgehoben hast. Wenn du zum Beispiel etwas nicht aufgehoben hast, dann liegt es auch hier nicht. Okay? Okay, so, dann zeige ich dir mal hier nochmal. Wie gesagt, sie kann die Kräuter mischen, einfach auf kombinieren. Das kann nur sie. Dann haben wir jetzt hier ein stärkeres Kraut. Und das verwenden wir jetzt auch mal. Zack. So, dann nehmen wir natürlich alles auf hier, was wir brauchen. Wie gesagt, wenn du sehr, sehr gut spielst, dann brauchst du nicht alles. Das Gewehr nehme ich zum Beispiel nicht, weil das scheiße ist. Ich nehme das lieber mir dann das andere, das bessere. Messer lasse ich auch liegen. So, Heilung nehmen wir natürlich mit. Und ich rate dir, mach dich bei dem Spiel nicht verrückt, weil... Also man kann nicht beim ersten Run richtig krass sein, ja, sondern... Ja, nimm dir die Zeit, wenn du wirklich Fan bist und ins Spiel reinkommen willst, dann nimm dir einfach Zeit. Hier ist übrigens auch nichts. Einfach hier durch die Tür. Und dann kommen wir in ein Herrenhaus. Wie beim 1er. Also wie bei Resident Evil 1. Aber erstmal geht's hier durch die Kanalisation. Das finde ich auch richtig geil gemacht. Richtig stimmig. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von der Grafik. Die ist sehr gut gealtert. So, hier hoch. Erinnert mich so an 2er ein bisschen hier, diese Stelle in der Kanalisation. So, da klettern wir jetzt mal hoch. The Umbrella Research Center? Wie die guckt. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with Attention. Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Also ist jetzt raus, er hat das Ganze gemacht, also er hat den Virus entkommen lassen, das Ganze infiziert, als Rache an Umbrella. So, die Frage ist jetzt, warum? Ich muss sagen, ich habe damals die Story überhaupt nicht verstanden mit 14 Jahren oder ich weiß nicht, wie alt ich damals war. Aber die ist eigentlich ganz simpel. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ja, er kann auch diesen Dr. Marcus, den Gründer, ja, den kann er anscheinend beschwören aus diesen Igeln. Ja, und jetzt kannst du einfach hier hingehen und jetzt würde ich auf jeden Fall hier mal einfach mal abspeichern so. Und wie gesagt, ich werde das für dich gehirngerecht machen, das heißt, wir haben sozusagen den ersten Block, wir haben jetzt den Zug geschafft und jetzt geht es dann im zweiten Part hier weiter in der Menschen, also hier in diesem krassen Herrenhaus und da zeige ich dir dann auch alle Rätsel, wie du am schnellsten vorankommst, welche Tricks es gibt, wie du die Bosse zum Beispiel ganz easy killst und ja, genieß es und gib uns einen Daumen hoch für die harte Arbeit und wenn du sowas magst, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, weil der Kanal ist noch jung, da kommen noch so viele Sachen, wir werden alle Resident Evil Teile durchspielen, wir werden auch den neuen Resident Evil Teil durchspielen, der jetzt im Januar rauskommt. Es kommt so viel Zeug und ja, wie gesagt, wenn dir meine Art gefällt, dann abonniert deinen Kanal. Also, hau rein, wir sehen uns und viel Erfolg.